Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Wir sind hier in Heliort, Gaststätte und Markt der Fortuna. Ja, und wir wollen mit Estelle reden. Und ja, wir haben gehört, die Barriere von dieser Stadt macht ein paar Mucken. Und dann war Rita natürlich sofort wieder darum muss ich mich kümmern, weil das hat bisher immer funktioniert. Und ja. Um sie zu beruhigen, wollen wir mit Alexei reden, den Typen, der uns hier vor dem Gefängnis, sag ich mal, hier beschützt hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten den Part natürlich mit das Aufregendste, was man machen kann, und zwar shoppen. Gucken wir mal. Das hat er schon immer Herz. Kritische Zauber. Schon wieder Sachen, die haben wir noch. Ich glaube, sie hatte auch gar nichts mehr zum Lernen, oder? Doch. Pff, ey. Wir kommen irgendwie nicht gerade so hinterher mit den ganzen Sachen zum Lernen. Oh, ich glaube, da war es, ne? So, dann holen wir uns eine Rüstung und eine Zaubertunika. Tun wir sofort ausrüsten, damit ich das auch alles hinter mich habe. Einen besseren Überblick behalte. Der Ogax haben wir schon, können wir aber noch nicht ausbauen. Ach ja, das schon. Boah, habe ich doch gerade. Ja, hier haben wir alles. So, Stiefel haben wir gekauft. Essen warten wir noch ein bisschen. So, was haben wir hier noch alles? So, da muss ich mal gucken. Kriegsball. Kriegsballer, da Rückschritt und Ausweichen lernen wir da. Und hier lernen wir Rückschritt und Zurücktreten. Seht ihr, da müssen wir Combat hier. Das ist doch nicht der Nachname von Presea aus Tales of Symphonia. Morgensternstar, das haben wir schon. Halber Schaden. Ach, da ist wieder Schärpe. Haben wir Zauberabwehr. Das haben wir schon, ne? Kommt noch mal eins extra fürs Dings hier. Ich weiß, es ist nicht so produktiv, aber es war dir das, was uns hier so minimalen Schaden gibt. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das überhaupt hole, aber warum nicht, ne? Vielleicht wird es ja irgendwann wichtig. Da müssen wir immer noch CS Leder an. Das gibt es einfach nicht. War schon, haben wir schon zwei Alpha, zwei, okay. Da mache ich gerne plus 1. Ja, da schon. Okay, Tamaha Gane plus 1. Direkt, da müsste ich wieder schon irgendwo kaufen extra. Oh. Das hat er auch noch nicht. Davon hat er aber schon. Oh. Alles klar. Müssen sowieso noch erwarten, bis wir wieder alles gelernt haben. Dauert ja immer so eine Zeit. So, essen, essen, essen. Ja, halt, warte. Dings. Hydronomus, das. Rundschild. Das hat sie noch nicht gelernt? Mit ziemlich sicher, sie hat ein Rundschild. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Zu teuer. Dann kaufen wir die sind billig, hat auch Milch, kann man auch kaufen. Und das war's. Boom. So. Dann wieder ein bisschen neue Klamotten hier gekauft. Müssen wir ein bisschen mehr kämpfen, damit wir alles ja wohl lernen. Geht irgendwie nicht, dass wir die ganze Zeit hier rumeiern, ohne irgendwie neue Sachen ausrüsten zu können. Ich meine, hier ist es zählt oder auch nicht. Nix. Das war eine gute Aussicht hier. Ich sah einen Raum am Ende des Ganges und so, ne?
Das ist aber krass. So, Alexei, wo ist denn der? Sag mir, wo der ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mann. Da drinne. Ich glaube, der war da. Nee, der war nicht da drin, aber den haben wir da gesehen letztes Mal, glaube ich. So, gehen wir mal da rein. Genauer gesagt, hier. Oh, hallo. こちらもすぐに騎士団を動かさなくてね。そうだ、フレン。はい。デートに戻るまで、ユリたちと一緒にいてもいいですよ。はい。わかりました。ただし戻るまでですよ。はい。フレンに迷惑はかけません。Bestimmt eine Lüge. Ja, Kling und das Monster. Das ging schnell. Jetzt haben wir sie einfach so wieder bei uns. Also müssen wir schon wieder shoppen gehen, merke ich gerade. あんたにしては首相の意見ね。まあ、あんな化け物が相手じゃわからなくもないけどさ。逆結界に閉じ込めていたのは曲がりの剣なんでしょうか。どうだろうな。 曲がりの剣の連中はあいつをやるつもりだったみたいだし、何にしてもああいう化け物の相手はもう勘弁だぜ。初めてや。なんかシルトブラスティアが変な音出してるけど平気か。それが気になってわざわざ顔を出したの。相変わらず目の前の事件を有利は放っておけないんだ。いや、eigentlich。 様子がおかしいのは明白よ。私に調べさせて。今こちらでも修繕の手配はしてあるんだ。悪いがブラスティアを調べさせるわけにはいかない。なんでよ。ああ、ちょっと遅れ。なんだ今の振動。ちょっと遅れ。ディスタレクスプレディア。まさかブラスティアに何かあったのかもしれません。行くぞ。エステリーゼ様はここに。 Ist das mit uns? Boom. Ja, und du hast einen Rundschild, sag ich doch. Verteidigung 2, Widerstand 2. Mein Gott, ihr müsst echt schneller lernen. Nee, geht so nicht. Na, was ist denn jetzt schon wieder los? Kommt wieder dieser Drachenreiter. Macht hier alles kaputt. Rita tickt wieder aus. Das Ding. Ich höre überhaupt nichts, aber okay. Nein, habe ich nicht, weil alles zu laut ist hier. Wir mal wetten, dass dieser Drachenreiter hier vorbeikommt. Ja, oder sie macht wieder ihr Ding.
何言ってやがる。お前もボロボロじゃねえか。すぐに準備を。彼女は私が連れて行きましょう。彼女、立てるか。俺たちも行くぞ。 Mann hat. どうぞ。治癒術だって無限に使えるわけじゃない。もうリタも落ち着いてる。その。はい。たく、無茶ばっかしやがって。本当ですね。リタって。 決めたことにはどこまでもまっすぐで。人ごとにすんな。エステルも同罪だ。ごめんなさい。ここ、俺が残るから、エステルはもう休め。治癒術使って疲れたろ。Kann man einfach die ganze Zeit nur Orangengummi。リタが羨ましいです。大切なものを持っているから。ないなら探せばいい。 そのために今日は休んどけ。大丈夫です。ユーリこそ休んでください。お前が倒れたら俺がフレンに怒られんの。なら怒られてください。倒れてから変わってくれって言われても俺は知らないからな。倒れてからじゃ変わってくれって言えませんから。 Sind alle irre in dieser Truppe. Alles klar. Na, ist Carol. どうしようもないやつだって、ユリは思ってるよね。最初に会った時も、カルボクラムでのことも、今日のことだって。今日のはさすがにビビったよな。さすがの騎士団長様もあれにはお手上げだったぜ。 大の大人にだってできないことがたくさんあんだ。ユーリにも。そうだね。世の中簡単じゃないよ。そういうことだ。あのさ、ユーリ。ん？僕とギルドを作んない。ギルドか。そういやその選択もあったな。 考えとくよ。え？何驚いてんだよ。厄介事はごめんだとか言うと思ってたから。大人にもいろいろあるんだよ。ほら、今日はもう休んで明日また様子を見に来んぞ。オッケー。ギルド、ガイ。 Repeat. Okay. What? Beetlegoose. Okay, ich wollte eigentlich hier schlafen, aber ich will mich doch ausruhen. Schön aufteilt. Ja, wo ist denn mein Zimmer? Nein. Ich will mich eigentlich schon ausruhen, aber bin jetzt ganz blöd. Dann gehe ich mal zurück zu SL, nehme ich an. In das Gespräch über die Gilde, okay? Machst du das? Jo. Kein Ding, lass du ihren Namen einfallen. Dann kann man loslegen. Heute. Nee, Sametaka. Jogatana. Alle, wo du taure, meine Jette, ich tamni.
ったんでしょ？言っても聞かないことくらい。幸せそうな顔しちゃって。あのさ、エステリーゼって、あたしをどう思ってると思う？で、なんて顔してんのよ。自分がどう見られてるかなんて気にしてないと思ってた。もういい。あっち行って。術式なんぞより、こいつは難しくないぜ。でも油断したらダメですよ。治ったと思った頃が危ないんです。もう大丈夫よ。あとプラスティア使うふり、もうやめていいよ。何のことです？ブラスティアなくても治癒術使えるなんてすげえよな。ザアームライフラバッ。なるほどか。バカドラ！Was ist denn jetzt los, ey? What?話の途中だったのに。エステルの治癒術に関してはとりあえずここまでな。別にいいわよ。私は大体理解したし。何？悪いようにしないって。俺そんなに悪いやつに見える？見えるわ。ちょっと僕だけ仲間外れなの？何のことだよ。カロレでマウスフォー。Keine Ahnung, von was alle hier reden. Okay. Ma, Tate までの道中は気をつけてな。はい。忘れ物とかないだろうな。後から思い出してまた迷惑かけんなよ。忘れていったら、ユーリが届けてください。バカ言ってんな。さっさとフレンとこ行くぞ。そこまでは送ってやっから。あの、ユーリたちはこの後どうするんです？そうだな。ブラッドアライアンスの足取りも途絶えちまったし。だったら、この先にあるダングレストはダメだ。今戻ったら、みんなにバカに。ダングレストっていうと、確かギルドの町だったよな。うん。だからブラッドアライアンスの情報も。Dort können wir unsere Gilde starten, ne? ここからだとどっちだ？西に行けば着くけど。なら行くか。ギルドを作るにしてもいろいろと参考になるだろうし。え、ギルドのために？なら行こう。Alles klar. Sind immer noch Ausrüstung für sie holen.Wäre vielleicht gut, falls sie sich wirklich von uns trennt, dann müssen wir wenigstens nicht hier nochmal zurückgehen und irgendwie shoppen oder irgendwie sowas. Ja, ich, das Problem ist, sie ist gar nicht. Oh. Okay. Dann gehen wir eben zu Flynn. Kann ich vorstellen, dass sich Estelle von uns trennt. Die ist unsere einzige Heilerin, mehr oder weniger.Mein Carol kann uns auch heilen mit seinen einen Angriff, aber wäre ein bisschen übel. So, desu ne. So, stemo ii desu. Carol, ohime-sama o tabrakasu na. Katte o sarete wa komarimasu. Estelize-sama ni wa Tate ni omodori itadakanai to.フレンは別の要件があり、すでに旅立った。さて、
リタ・モルディオ。君には昨日のブラスティアの暴走の調査を依頼したい。あれ調べるのはもう無理。あの子、今朝少し見たけど、結局何もわからなかったわ。いや、ケーブ・モック大森林に行ってもらいたい。ケーブ・モック大森林か。暴走に巻き込まれた植物の感じ。あの森にそっくりだったかも。最近、森の木々に異常や魔物の大量発生、それに凶暴化が報告されている。帝都に使者を送ったが、優秀な魔導士の派遣にはまだまだ時間を要する。私の専門はブラスティア。植物は管轄外なんだけど。エアル関連と考えれば、管轄外でもないはずだ。それに、私は、エステルが戻るなら、一緒にテートに行きたい。ん？え？や。君は帝国直属のブラスティア研究所の研究員だ。我々からの仕事を受け負うのは君たちの義務だ。それじゃあ、私がその森に一緒に行けば問題ないですよね。姫様、あまり無理をおっしゃらないでいただきたい。エアルが関係しているのなら、私の治癒術も役に立つはずです。それは確かに。お願いです、アレクセン。私にも手伝わせてください。しかし、危険な大森林に姫様を行かせるわけにも。Deswegen sind wir doch da. それなら、ユーリ、一緒に行きませんか？あ？俺？ユーリが一緒なら構いませんよね。青年、姫様の護衛をお願いする。Schon sind wir wieder alle zusammen. Wir wollen mehr. Diese Reise raus.この結果をフレンは予期していたようだな。ん？フレンがどうしたって？エステリーゼ様を頼む。フレンからの伝言だ。よし、じゃあダングレストの町経由でケブモック大森林だね。なるほど。君にやってもらう仕事ができた。So, ich dachte, er meinte mich. Er hat mich angerufen. Ich habe einen Auftrag für mich. Mich? Alexei. Alexei, die Stoga. Hannah, ich bin ein bisschen verrückt. 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 Ich bin ein bisschen verrückt.騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なの？あの人。厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことはわかったわ。Sowas von irgendwann ein Bösewicht oder so. Ich sag halt jetzt schon. Ist nicht böse, aber irgendwann wird passieren, dass wir gegen den kämpfen müssen oder so.Läuft doch immer so. Na, Kaiserschutz, ich muss ein paar Sachen verkaufen. Ja, hat doch bestimmt ein bisschen Müll, den ich hier loswerden kann. Wie zum Beispiel das hier. Ich brauche doch bestimmt nicht 60 von denen. Oder 58 von denen. Oder Vogelfedern. Mein Gott, das ist so wertvoll.Oh, Bams. Kaufen. So, wir müssen ein bisschen trainieren, damit wir unsere Sachen hier lernen. Kann nämlich sein, dass wir die ganze Zeit rumlaufen und immer noch nicht unsere Sachen hier lernen. Schon wieder zwei, drei Waffen hier, den ich hier jeden ausrüsten kann. Da muss noch gelernt werden.
Da noch das magische Betäubung Gladius plus 1 hat sie jetzt gerade ausgerüstet. Das hat es ja schon alles, ne? Ja, ne, doch. Dann können wir ja Gladius 1 holen. Oh, Kriegsball. Kann ich irgendwo ein normales Kriegsball kaufen? Ja. So, dann benutzen wir einmal. Boom, so. Sag mal, Kriegsball unten, Kriegsball plus, ne? Ja. Da können wir noch beide Sachen hier lernen. So, bei ihm ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber was soll man machen, ne? Bad. Wird zwei davon hergestellt? Boah. Ja, was soll's. So, haben wir jetzt hier alles. Müssen wir das ganze Zeug nur noch lernen. Na, Rüstung und also was. Also auf dem neuesten Stand halt. Nee, okay doch. Haben wir alles, ne? Gut. Gut, dann können wir jetzt gehen. Und wir müssen ein paar Kämpfe machen. Ich glaube, da machen wir den Rest des Parts, ja. Aber ich muss unbedingt hier die ganzen Sachen mal lernen. Kann irgendwie nicht wahr sein. Ist nur irgendwas, Quests oder irgendwie so. Gespräche, wichtige. Du siehst auffällig aus. Zum Glück bin ich hier noch rumgelaufen. Meister. Prinzessin, was tun Sie denn an so einem Ort? Ich muss mit Flynn über etwas sprechen. Ich habe gehört, dass Sie aus dem Schloss ausgerichtet sind. Wer ist das? Verzeihung, dass ich mich nicht schon früher vorgestellt habe. Ich heiße Drake Dropwart. Mein Schwertmeister ist vorherigen Kaiser und ist außerdem mein Lehrer. Ah, der ritterliche Patriot Drake. Was ist das? Meister Drake dient dem Reich schon seit Jahrzehnten mit all seiner Kraft. Bei den kaiserlichen Rückner gilt Drake Dropwart als Vorbild, dem alle Ritter nacheifern sollen. Weißt du, jetzt arbeitet er als Berater für die kaiserlichen Ritter. Tatsächlich? Toll. Ich bin eigentlich nur noch den Namen nach einem Berater. Heutzutage bin ich mehr oder weniger im Ruhestand. In letzter Zeit besteht meine einzige wahre Pflicht darin, die Prinzessin den Schwertkampf beizubringen. Sind Sie ja nicht als Berater zusammen mit den Kommandanten hergekommen? Ja, ich habe alles gehört, was bisher geschehen ist. Wie war es denn zum ersten Mal, die Außenwelt zu sehen? Nun, da sind zwar viele schlimme Sachen zugestoßen, aber das Ganze war ein fantastisches Erlebnis. Ein fantastisches Erlebnis, ich verstehe. Stimmt etwas nicht? Herr Drake, Sir. Was? Das sind ja Sie. Was wollen Sie, LeBlanc? Sir, seine Exzellenz, der Kommandant verlangt nach Ihnen, Sir. In Ordnung. Nun, Prinzessin, ich muss jetzt gehen. Versuchen Sie bitte nicht vor euch zu handeln. In Ordnung. Ja, natürlich. Passen Sie auf sich auf, Meister. Ich kann es gar nicht fassen, dass Estelle von Drake Dropwart im Schwertkampf unterrichtet wurde. Es überrascht mich, dass eine Prinzessin überhaupt mit einem Schwert umgehen kann. Estelle, was hat dich dazu gebracht, den Umgang mit dem Schwert zu lernen? Eine gute Frage. Es könnte lange dauern, die ganze Geschichte zu hören, aber sobald ich genug Zeit dazu habe, ja, das würde ich auch gerne hören. Sobald alles wieder ein wenig ruhiger geworden ist. Aber sicher doch. Also mich gerade flinnert sie irgendwie dazu überredet. Estelle wird Estelle. Ah, stimmt. Stimmt, sie hat sie immer Estelle genannt vorher. Ich nehme an, weiß nicht.
jetzt wo sie eher Freunde sind, nehme ich mal an, tut sie auch Spitznamen verwenden. Das ist doch putzig, oder? Juri, bist du das? Juri? Was? Wer bist du? Finde ja alle möglichen Nebenquests. Kennst du mich denn nicht mehr? Ich jedenfalls erinnere mich noch ganz genau an dich. Ich bin es, Hachet. Es ist nicht gerade einfach, jemanden zu erkennen, der eine Maske trägt. Mensch, du siehst ja ganz anders aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Hab gar nicht gemerkt, dass du das bist. Hast du zugenommen? Autsch. Ich freue mich ebenfalls, dich zu sehen, Juri. Dann hat es offenbar doch nicht an der Maske gelegen. Das ist ein Freund von dir, Juri? Hachet, ne? Hat zur selben Zeit wie ich bei den kaiserlichen Rittern angefangen. Diese Rüstung hat dieselbe Farbe wie die Rüstung der Ritter von der Blanc, nicht wahr? Richtig, ich bin in der Schwanbrigade. Ehrlich gesagt bin ich heilfroh, dass ich nicht der Flynn-Brigade zugeteilt wurde. Wolltest du nicht mit Flynn zusammenarbeiten? Es wäre mir unangenehm für ihn zu arbeiten, weil ja die Ausbildung zum Soldaten gleichzeitig angetreten haben. Ich glaube nicht, dass sich Flynn an so etwas stören würde. Da hast du allerdings recht, Rita. Flynn setzt doch alles daran, Karriere zu machen, oder etwa nicht? Schon so jung zum Kapitän befördert, zum Captain befördert zu werden, ohne ihn Adler zu können, das ist ganz schön irre. Ich dagegen, weil ich mit dir so viel Unfug getrieben habe, Juri, bin noch immer nur ein kleiner Fußsoldat. Was hat ihr beiden denn so angestellt? Wir haben das Training geschwärzt und uns in den Kantinen geschlichen, um Leckerbissen abzustauben. Ja, und danach sind wir jetzt heimlich in die Lagerhalle geschlichen, um uns schönere Bodyblaster zu besorgen. Das hört sich ja nach ziemlich viel Schleicherei an. Also es war, wir können auf eine beachtliche Menge an Jugendstreichen zurückblicken. Rui hat noch immer Umfug im Kopf. Ha, das habe ich schon gehört. Mach doch bitte Flynn nicht so arg zu schaffen, ja? Ja, ja, und du treib im Dienst nicht so viel Unfug. Ach ja, Rui, du kommst doch viel herum, nicht wahr? Könntest du vielleicht mal im Kapor Nor vorbeischauen und meinen Leuten sagen, dass es mir gut geht? Du kannst sie gar nicht verfehlen, denn sie wohnen in der Gaststätte. Klar, das mache ich doch gerne. Bis später, Archet. Ja, haben wir doch ein kleines Ziel hier noch, was wir machen können. Was wir verfolgen können. Ich hätte nicht erwartet, dich über deine Zeit bei den kaiserlichen Rittern so früh plaudern zu hören, Juri. Ach ja? Ich meine, ich hatte ja immer eher den Eindruck, dir hätte die Zeit als Ritter nicht besonders gefallen. Ich bin ihnen aus freien Stücken beigetreten. Ich habe nicht nur schlechte Erinnerungen daran, das Training war nicht übel und mit den Kameraden hatte ich viel Spaß. Nachdem zu urteilen, was dieser Ritter erzählt hat, hast du dich ja wie ein verrückter, ungestümer Junge aufgeführt. Rita, wenn es einen Menschen gibt, der mir meinen Jugendstreichen besser nicht vorhalten sollte, dann bist du das. Dann bist das du. Ritas Wandel. Also wie du. Rita. Sehr schön. Hier ist nichts mehr, ne? Nee, okay, dann gehen wir. Gut, wir müssen jetzt zurück. Auf dem Weg dahin machen wir einfach alles den Gar aus und lernen ein paar Fähigkeiten, weil es ist schon lange irgendwie notwendig, habe ich so ein Gefühl. Okay, ich dachte, du gibst mir jetzt schon wieder eine Quest. Keine Ahnung, irgendwie Leute, die sich nicht bewegen und einfach nur stehen. Also für die sind immer Nebenquests und das stimmt auch in den meisten Fällen. So, ja, genau so ist richtig. Gut, wenn ihr ein paar Gegner auf dem Weg zu Kapunor mit, damit wir hier endlich mal unsere Sachen hier komplett lernen. Oder ist so nervig, ne? Ich glaube, wir sind 14, was?
Was sind wir denn so überlevelt? Lernt der Explosivart Extremsterne. Was? Mystischer Drang. Fertigkeit, ausweichen, Rückschritt. Elan, göttlicher Hund. Die mussten die erstmal lernen. Göttlicher Wolf. Ah. Schnelle Kreisfeuer Klingi. Wenn niemand kann sich dieses Schwert erwehren. Okay. Oh, er hat so was nicht gelernt. Muss mal Level 24 sein. So, du hast was gelernt, ne? Gut. Du hast nur das, okay. Combat hier, was ist Combat hier? Reinhard. Wird die Stärke eines Angriffs. Das ist bestimmt auch ein Nachname von irgendjemanden. Wird die Stärke eines Angriffs, wenn du mal wenn mit einer Axt ausgerüstet bist. Ah. Okay, macht Sinn, ne? So, ich habe immer noch kein CS Leder. Das brauche ich für irgendwas. Ich glaube für Rita irgendwie. Ja, Doppelkampf. Warum war da kein Doppelkampf? Da war da noch ein Viech, glaube ich. Aber wir müssen viel trainieren, habe ich so. Voll Dreck. Voll verschwendet. Was? Kein Bruch. Und auch strafender Schwinger. Ja, Level 24 nehme ich mal an, das ist die Voraussetzung. So, wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Magische Betäubung, automatische Arznei. Rolle oder Ausdauer. Was macht das hier? Rolle und Ausdauer. Und Ausdauer klingt mir so nach. Nee. Die zum Erholen will ich Zeit, wenn du zum Taumeln gebracht wurdest. Ah. Und das Apfelbuch, Objektwerfer. Mein Gott, sie hat voll viele Sachen. Verteidigung, das hätte ich gerne. So. Gut. Wie sieht es mit euch aus? Dauert noch. Warum habe ich bei ihm nichts ausgerüstet hier? Stärke, Spotten, Lebensheiler. Lebensheiler. Stellt nach einem Kampf KP wieder her. Ja. Ja, bitte. So, zwei. Mein Überlimit hier voll verschwendet. Perfekte Möglichkeit hier gerade zu kämpfen. So. Jetzt sind die Gegner ja relativ einfach. Ja, wie schafft es Ritter nicht immer ein Sobby hier herzustellen? So ein Gefühl. Hi. Ja, ich glaube, sehr viel mehr wird hier nicht passieren, außer am Ende, wenn wir hier im Gasthaus Bescheid sagen. Strafender Schlag, okay, habe ich wieder nicht gesehen. Wieder 1 Million Leute hier im Weg waren. Was ist das? Das ist jetzt ganz bestimmt nicht mein Overlimit ein, ne? Ganz vergessen.
Stärke, Schwerter hoch. Ich glaube, er hat auch alles, ne? Ja. Gut, langsam. Haben wir wieder Übersicht. Objektwerfer und X zu hoch. Stärke. Da tut die ja immer automatisch irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir halt irgendwann einsetzen werden. Also ich hätte gern Stärke. Das ist ja immer automatisch. Kann ich das irgendwie abstellen? Nein, das ist nicht. Sieht nicht so aus. So, na schon wieder der nächste aufgetaucht. Nehmen wir den Weg blockiert. So, boom. Was ist das? Oh, ich bin vergiftet, ehrlich. Oh, danke, Carol, der hat mich direkt geheilt. Wie sieht es denn kochmäßig aus? Sie hat schon 2 Sterne, gut. Ich glaube, die Charaktere tun auch irgendwie unterschiedlich schnell leveln, ne? Bei einigen Rezepten. Wenn ich mich irre. Vor allem meine Angriffe werden andauernd abgebrochen. Was ist das? Sehr gut. Hi. Ja, wir machen ja halt ein paar Kämpfe mal. Oh, danke. Was ist das? Die können das abbrechen? Was sind das für... Oh. Ja, voll nervig. Jeder Gegner kann irgendwie meinen Angriff abbrechen. Oh. Ja, nicht funktioniert, Mann. Hi. Ich brauche irgendwie so eine Fähigkeit, Alter. Die irgendwie, weiß ich nicht, hier. Die Lerngeschwindigkeit erhöht. Das wird nützlich, auf jeden Fall. Ist das? Au. Weil wir kriegen irgendwann mal einen zweiten Heiler oder irgendwie so weiter. Ich will mal irgendwann Estelle ausspielen. Da geht irgendwie nicht, wenn, weiß ich nicht. Ich kann doch nicht den Heiler spielen, dann kriegen wir voll auf die Fresse oder so. Na, was ist los? Kann er mal schneller lernen. Hier kommt man bei der. Sehr gut. So, dann machen wir mal den hier. Mann, ich will Dings einsetzen, Mann. Boah, da war gar nicht. Ne, boah. So einfach nicht, ey. Oh, ich bin vergiftet, lass mich hier raus. Carol, kannst du mich heilen?
Ah, danke schön. So, alle getroffen. Alle getroffen. Habe ich den getroffen, als er noch am Boden lag? Okay, du brauchst uns nicht hier mit brauchst uns hier nicht heim, wenn wir irgendwie ja so gut wie gar keine Dings ja. Volle Arzt verwenden, pflegen. Die tun uns irgendwie halten, als wir nur, weiß ich nicht, ein paar AP irgendwie verloren haben. Komm, Mattia. Schon 3 Sterne. Irgendwie setzt diese Dinger nie ein, also. Ja. Sollte mal alles hier so. Boah. So, Zauberabwehr und so, das werde ich alles irgendwie nie einsetzen. Ich glaube, da tun sie auch nie irgendwie so von alleine einsetzen. Objektwerfer. Ja, komm mal her. Oh, ich wollte eigentlich. Lernt. Ich hab schon wieder nicht gesehen, Mann. Okay, sehr gut. Seid mal wert ist, dadurch geht ja unser Dings weg. Das ist ja nicht so, als würden wir die für irgendwas anderes brauchen. Ich nehme an, die sind irgendwann für Mystikards oder so wichtig, aber haben wir ja noch nicht. Sehr gut, boah, ging schneller als gedacht. Repeat drückt durch. So. Er hat gleich Exog gelernt. Sie hat hier gelernt. Gut. Nächstes. Chance, ein Gegner durch einen magischen Angriff zu betäuben. In der Abwehr erlittenen. Was? Okay, dadurch kriegt man mehr Schaden. Und dann tun wir was anderes. Schauen wir durch ein Angriff. Ja. Und den ja. Oh, komm mal her. Die sind natürlich alle genau umgedreht, ey. Wenn ich die bloß nicht hier anlocken kann. Verarscht mich? Oh, der hat nicht gezählt, ey. Für mehrere Gegner hier anziehen. Die Erde bebte noch danach. Nach diesem Kampf. Oh mein Gott. So, ich dachte, der Regen wäre irgendwie weg. Warum müssen wir immer noch Regen? Was ist denn damit auf sich? Oh.
Bis dann. Was ist das? War ich treffe nicht, ehrlich. Ich treffe schon mal. Extra hoch. So. Mal im nächsten Part weitermachen. Komm hier. Ich wurde schon wieder von denen angegriffen. Gibt's einfach nicht. Ja, bisschen Level. Ein bisschen Level. Ich glaube, wir kriegen auch mal irgendwie so ein Schild irgendwie für unsere Charaktere, soweit die Boss hier haben. Weil es ganz schön nervig hier von jedem Angriff irgendwie unterbrochen zu werden. Oh, Dreck. Gut, dann gehen wir mal irgendwas wollte ich gucken hier kochen. Sie ist immer noch nicht. Ja, hat immer noch nicht gemeistert. So, warte mal. Sind jetzt die Stadt, wo der hin wollte, wo wir machen mussten, oder war die andere? Du siehst wichtig aus. Ah, nee, du warst schon vorher hier, ne? So, gibt es hier irgendwas? Irgendwelche Waffen, die ich... Ich sollte vielleicht Waffen neu kaufen, die ich nicht mehr habe. Irgendwas war doch hier mit Tamagane. Ja, genau. Ich glaube, ich noch einen, ne? Boom. Gut, ich hoffe, er war jetzt hier, ne? Im Gasthaus. Glaube nicht. Ihr seid ihr Typen, die sich um den einen Typen sorgen. Ja, die will man noch nicht spielen. Aber wir können hier rein. Ich glaube, wir konnten mal vorher nicht rein, ne? Doch. Doch. Das Ausgang. Guck mal nochmal hier. Nö. Dann ruhen wir uns hier aus. Außer ich muss mit dir reden. Nö. Okay, dann ist halt. Ich glaube gar nicht, dass wir jetzt zurück können, ne? Aber es wäre toll, wenn wir zurückgehen könnten. Dann könnte ich das mal erledigen. Hier auf diesem Kontinent regnet es viel. Okay. Ich tue einfach jeden ansprechen, der mir irgendwie verdächtig aussieht oder der sich nicht bewegt. Was ist jetzt hier irgendwas los? Okay. Noch nicht. Dann gehen wir eben da rein, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwie mit Schiff oder so fahren können. Verschlossen. Das ist auf Waisenhaus, ne? Ich habe ja noch einen neuen Titel mit ihr, ne? Sollte ich vielleicht mal ausrüsten. Thronfolger. Okay, Resistenzattribut. Durch Ausrüstung nehme ich mal an, nicht durch den Ziel, oder?
Okay. War ich hier schon? Nö. Ich hatte das Gebiet hier überhaupt schon mal erkundet. Ich nehme an, da kommt irgendwann ein Minispiel, ne? Da können wir zurückfahren mit dem Schiff. Ne, ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns außerhalb dieser Stadt wieder. Tun versuchen ein bisschen hier zu leveln und ja, ein paar Sachen wieder lernen. Wir laufen jetzt einfach mal so raus, ne? Gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.